Willkommen im Unterbauch, Hüter. Eure Aufgabe ist einfach, aber tückisch. Ihr müsst für den ersten Schnitt sorgen, um Kallus' Verbindung zur Pyramide zu trennen. Ihr habt beide einen Weg zum Trennpunkt und Ritualverstärker zum Anbringen. Krähe. Wie schon auf der Leviathan werden sich auch hier Albträume manifestieren. Deine in der Gestalt von Aldrin Soth. Halte ihm stand. Jeder Verstärker ist ein Knotenpunkt für die Trennung der Leviathan von der Dunkelheit. Loyalisten-Empfangskomitee voraus. Vielleicht finde ich einen Weg drumherum. Dafür hat dich der Reisende gemacht. Wir sind Killer. Scheu dich nicht davor. Ich töte nicht, außer ich muss es. Richtig. Du tötest nur die, die es verdienen. Wie Keitels Psion. Das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Zum Glück hat uns Saladin den Hintern gerettet. So wie Mara genau. Eine Falle? Ich würde Abstand wahren. Unsere Mission hat Vorrang. Ich kann dich spüren, Lichtträger. Unsere letzte Begegnung war feindselig. Ich vergebe dir. Komm zu mir und ich zeige dir Vorhutwunder, die euer armseliges Licht niemals überstrahlen. Öffne deinen Geist und Körper, so wie ich es getan habe. Kehre einfach um und erfreue dich an dem, was kommt. Da ist eine Barriere. Die Sporen dieser Kapsel ermöglichen den Durchgang.
Klingt, als treffen wir auf Widerstand, Hüter. Er hat kaum so viel mitgemacht wie du. Ich habe ihn arbeiten sehen. Wenigstens bin ich nicht tot. Du nimmst die Wiederbelebung zu selbstverständlich. Was haben wir Mara angefleht, uns zu erwachen zu machen, als wir dem Leben entglitten? Hältst du jemals den Mund? Ist das dein zweiter Verstärker? Gut. Krähe wirkt nach außen hin zwar ruhig. Aber ich kann sehen, dass sein Albtraum an ihm nagt.
Hüter, will Krähe ich sein? Oder hat er Angst, dass er es schon ist? Gibt's nicht eine dritte Option? Im Limbus deines armseligen Lebens verharren? Der Hohn zieht dich irgendwann in Mainz. Diese Elixni haben Frieden verdient. Was du ihnen angetan hast, würde ich nie tun. Wir haben sie großgezogen, ihnen eine zweite Chance gegeben. Ich dachte, du magst zweite Chancen. Das hat die Sperre aufgehoben. Die Arcus-Energie wird durch eine Leitung in der Nähe gelenkt. Wo kam der Hohn überhaupt her? Sagte ich doch. Unsere verlorenen Kinder kehren zu ihrem Vater zurück. Hörst du sie? Warum hast du uns verlassen? Au! Sehr verbittert. Verdammt richtig! Du hattest alles! Und du hast es für sie in Flammen gesetzt! Du bist aus dieser Asche auferstanden. Als edler Hüter. Bewunder. Sogar von ihr. Ich bin bereit, das zu beenden. Warst du deshalb so bemüht, dich zu erinnern, kleiner Vogel? Um Aldrin brennen zu sehen und deine Unabhängigkeit zu beweisen? Es ist das Richtige. Ich muss es tun. Wie oft muss das Richtige tun noch schieflaufen, bis du kapierst, dass unser Eifer immer nach hinten losgeht? Mara hatte dich um den Finger gewickelt. Ich handle aus eigenem Antrieb. Sicher. Kommt auf selber raus, oder? Du hast dich selbst zerlegt, bis nichts mehr von deiner Menschlichkeit übrig war. Der Unterschied ist... Du hast es genossen. Bitte. Mit dem richtigen Anreiz wäre dir diese lächerliche Moral Schnuppe. Du bist so nah dran. Deshalb rennst du davon. Ich renne nicht davon. Wir werden sehen. Das Vermächtnis ruft. Warte!
Ihre Klinge erscheint aus dem Ernter. Genau wie du einst. Du kannst ihm helfen, aber du lässt es. Komm schon näher zu mir. Und so hilfst du auch unserer Schwester nicht. Nach allem, was Mara für uns getan hat. Ich will ihre Hilfe nicht! Das ist kein Messerkampf, Krähe. Nimm seine Worte hin. Beweg dich hindurch. Nein! Nein! Ich werde ihn mir mit Freuden entreißen. Versuch's. Ich komme wieder. Immer wieder, bis du nur noch mich hast. Ich... Eris, was mache ich jetzt? Rückzug ist keine Schande. Atme. Versuchen wir es später nochmal. Tut mir echt leid.